Herzlich willkommen bei den PS-Profis. Das ist John-Pierre Krämer. Und das ist Sidney Hoffmann. Und diesmal suchen wir einen fetten, dicken Brummer. Ganz genau. Und wenn ihr auch wollt, dass wir für euch was suchen, dann bewerbt euch einfach. Unter psprofis@sport1.de. Und wir suchen los. Für euch. Wenn wir Boden unter den Füßen haben. Ja, geht gleich los. Ja, warte. Gleich geht's los. Warte. Ich bin da. Jetzt geht's los. Los geht's. So, ich zeige euch mal, wie der weltbeste Kaffee hier gemacht wird. Ich trinke keinen Kaffee. Kann ich so einen Tee haben? Jetzt lass mich doch mal Barista sein hier. Okay. Hi. Oh, hi. Servus. Servus. Sidney. Kai. Hi. Hi. Jean-Pierre. Kai. Kai, SUV-E-Mail. Ja, genau. Ich habe die E-Mail geschrieben. Oh. So. Okay. SUV ist ja ein großer Begriff. Soll er denn wirklich auch geländetauglich sein? Oder willst du ihn einfach nur haben zum auf Kakao? Ja. Also ins Gelände muss ja, ich. Ja, Gelände unbedingt. Oder ja, Kacke haben? Also, ich muss nicht unbedingt ins Gelände. Du hattest wie viel Kohle? Circa 20.000. Okay. 20.000? Da sind wir nicht bei der anderen Frage. Brauchst du viel Platz? Ja, eigentlich nicht. Für mich und meine Freundin. Viel Power ist die Frage. Power, ja, unter wie der viel Haube. Leistung muss er denn haben? Also, unter der Haube sollte er schon was haben. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Thema: Farbe. Normale Farben, ein bisschen stylisch vielleicht. Sagen wir mal so: Du bist der klassische SUV-Kunde. Scheiße hauen, Spritverbrauch ist dir relativ Wurst. Ja. Hau durch das Zeug, wir haben noch ein paar Liter, ne? Spritverbrauch spielt für mich nicht so eine Rolle. 20.000 Euro zu ausgeben, SUV soll es sein, Farben sind dir... Völlig wurscht, Tankverbrauch auch egal. Faust drauf, Kai. Wenn wir was haben, sagen wir Bescheid. Ja, cool. Ja, wunderbar. Meldet euch. Ja, sicher. Haut rein, Jungs. Da er sich wenig mit der Materie auseinandergesetzt hat, war es unser Vorteil, weil er hat uns überhaupt nichts an die Hand gegeben. Wir durften eigentlich machen, was wir wollen. Und da hat er auch schon direkt die erste Idee. Und zwar ein Porsche Cayenne Turbo. So, ich würde sagen, bei 20.000 Euro gibt es eigentlich nur ein Auto für mich, Porsche Cayenne Turbo. Spritverbrauch ist ja auch egal. Besuchen mal. Wir haben hier direkt einen. 450 PS, passt, 2003er Baujahr und 131.000 Kilometer. Ein Seitenschaden gehabt. Seitenschaden, viel Verhandlungsmöglichkeiten, weil so eine Reparatur ist extrem teuer. Ich rufe einfach mal an. Hi! Woher weißt du, wer dran ist? Ach, was, du bist ja nicht aus Hagen? Ja, hi, Jean-Pierre. Ja, ich rufe an wegen deinem Cayenne, genau. Okay. Ja, ich komme rum. Ach, der steht gar nicht bei dir. Okay, wo ist er? Jetzt laber nicht. Der steht beim Stavros. Ich bin an der Nymphaschen Straße. Ja, richtig. Das ist genau nebenan. Ja, ich fahre direkt rüber. Der Wagen ist da, oder was? Und Stavi kann mir helfen. Ja, kein Ding. Ich fahre los. Okay. Ciao, ciao. Geil. So, es geht los mit dem Feinsten aus Bratislava. Darf ich meinen griechischen Wirtschaftsmann? Geht's dir gut? Guten Set? Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier wegen dem Cayenne. Ja, wie schon gesagt, der Kunde hat ihn hier abgestellt. Da steht er ja schon. Nicht deiner? Nein, nicht meiner. Nichts mit zu tun? Ist vom Freund. Wir reparieren ihn gerade. Okay. Und er hat mir angekündigt, dass du vorbeikommst, dir den anguckst. Ach komm, wir kennen uns lange genug. Jetzt fang nicht an mit den Nummern. Boah, das weiß ich nicht. Weißt du was über das Auto? Ich weiß. Warum brauche ich dich? Nein, nein, pass auf. Ich weiß, der Wagen ist gut gepflegt. Und ich weiß, dass er auf der anderen Seite einen Unfallschein hat, den wir im Moment beheben wollen. Deswegen steht der Wagen hier. Erstmal gucken wir uns den Unfallschaden an. Ja, Stavros ist mal ein alter Kollege, schon ein paar Sachen für uns gemacht, ist cool drauf und das Angenehme ist, wenn du mit dem dann verhandelst, du weißt, wo du dran bist. Wenn du ihm was fragst, kriegst du eine ehrliche Antwort und so macht es für mich Spaß, ein Auto zu checken. Ja, den solltest du gesehen haben, ne? Leicht duschiert worden.
Er touchiert oder er wurde touchiert? Er wurde touchiert beim Spurwechsel. Felge heile geblieben? Felge heile, da sind die Winterräder noch drauf, die Sommerräder werden auch gerade bearbeitet. Die haben Bollen? Nein, die waren einfach nur an den Kanten ein bisschen abgesplittert, die werden komplett neu beschichtet, die kriegst du in schwarz glänzend. Weil der Grund, warum ich frage, ist gerade bei solchen Seitenschäden, wenn dann die anderen Räder drauf sind, haben die Achsen meistens einen Schlag drauf bekommen. Weil mich interessiert das hier natürlich auch, klar, wie stark der Schaden ist, aber so eine Achse, die bekommt ja auch einen auf den Deckel. Weil wenn so ein Streifschaden ist, ja, derjenige, der reinbumst, der überlegt sich ja nicht, weißt du was? Ich fange genau beim Kotflügel an. In der Regel beginnt der Feinkontakt ja irgendwo hier. Und der endet ja nicht auch genau hier, sondern irgendwo hier. Der hat auch 22 Zoll drauf. Ja, der 22 Zöller. An der Stoßstange hat er geendet. Wenn du siehst, da sind auch noch Beschädigungen dran. Ja. Achse steht gut? Achse steht gut. Wie gesagt, er hat 2 neue Türen angeliefert. Die werden lackiert, umgebaut. Die ganze Seite wird halt neu gemacht. Der ist mit Sicherheit vermessen worden. Den Preis, den ich sehe, der ist inklusive dem? Den Preis, den ihr da wohl gesehen habt, ist inklusive der Reparatur. Der wird fertig gemacht, bevor er verkauft wird, und dann wird er verkauft. Was kriegst du so denn verkauft dafür? Man kein Auto. Was kriegst du denn dafür? Es gibt Sachen, die darfst du gar nicht wissen. Und das gehört dazu. Was bist du denn heute so? Ja. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war schon leicht Gänsehaut. War denn der Wagen schon repariert oder war er vor der Reparatur? Also gerade quasi in Mache? Nee, so die ersten kleinen Sachen wurden beseitigt. Also man konnte erahnen, wie groß der Schaden war. Mhm. Also konnte man ein gutes Bild machen, weil in der Regel bin ich sehr vorsichtig, wenn Autos vorrepariert sind. Bist du schneller runter? Nee, über die Türseite hinweg. Okay. Türen sollten aber neu kommen, also nicht instand setzen, was ja schon mal eine ganz gute Sache ist. Und für mich war das trotzdem ein voll kaufbares Auto. Ja. Was verbirgt sich denn dahinter? Du bist schon ein Fuchs. Also, da ist eine kleine Macke drunter, aber in dem Zug der Reparatur wird die Stoßstange natürlich mitlackiert. Natürlich. Weil da vorne auch noch eine kleine Macke ist. Wenn du guckst, siehst du, hier wurde fachmännisch mit dem Pinsel schon bearbeitet, ist aber danach erledigt. Wie viel der Hand ist das? Ich glaube, das ist die dritte Hand von Leo. Dritte Hand von Leo? Wie lange ist er denn gefahren? Ich glaube, 2 Jahre fährt er den jetzt. 2 Jahre fährt er den. Das Ding ist ja wow, beim Cayenne Turbo, Leute. Ihr seid immer so geblendet und das Ding ist so geil. Man kriegt das Ding so billig. Man kriegt ja Cayenne Turbos für um die 16.000, 17.000 Euro. Doch, man darf nicht vergessen, 23 Liter Sprit gehen mal so ganz galama die Einspritzdüse entlang hier. 23 Liter, das muss man jetzt mal leisten können. So, Scheinwerfer von innen lackiert? Jawohl. Aufgemacht, lackiert, zusammengebaut, abgedichtet, so wie es sein muss. Das sehr, sehr schönes Detail, weil das gibt es nämlich so nicht. Von innen ist der Scheinwerfer komplett auslackiert. Wie ich finde, sehr, sehr geil. Sonstige Unfallschäden? Nein, wirklich nicht. Laufleistung? Also, muss man ein bisschen mal drauf gucken. Ist ja nicht mein Auto. Jetzt geht das los. Ja. 136.000 Kilometer, das schafft der Koffer? Das ist nix. Nix ist das. Du bist gerade eingefahren. Ja, der hat gerade mal die deutschen Autobahnen einen Hauch von gesehen. Aber jetzt kommt das viel Wichtigere. Und zwar Wartungskosten bei so einem Ding. Bremsanlage, das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Damals, wo das Ding rauskam, war das noch unheimlich teuer. Mittlerweile muss man, erstmal die Bremsanlage muss sehr, sehr oft gewechselt werden. Das nächste ist, Kosten, die auf einen zukommen, sind so gut 400 Euro rundum. Ja, für Scheiben und Klötze. Also das ist wirklich unter Kontrolle. Immer noch viel Geld, aber für so einen Koffer mit 2,5 Tonnen und eine Brembo-Bremsanlage, überschaubar. Ich stehe kurz vor der Probefahrt mit dem Porsche Cayenne Turbo. Und ich werde dann etwas Britisches Probe fahren. Und danach gibt's V8 Power in Perfektion. Bleibt dran. Mhm. Ja, man muss sich mal überlegen, Porsche Cayenne Turbo, damals Neupreis 99.000 auf was Euro. Mit Ausstattung sind wir so bei 130. Bestimmt. 1.000 Euro. Gute 130. Und jetzt stehen wir und verhandeln über 16.500. 16.500 Euro, ja? Das ist nicht viel Geld und das ist viel Wertverlust für jemanden, der das nicht neu gekauft hat. Mit Sicherheit. Aber das ist bei SUVs einfach so. Die Dinger rumpeln ins Bodenlose. Darum müsst ihr euch im Klaren sein. Okay, TÜV-Thema. Die Ofenrohre hier unten, was ist damit? Alles eingetragen? Ist alles eingetragen. Also mit Klappen, Abgasanlage, Klappensteuerung. Hat da drin geworden, oder? Kupplung hat er auch. Das war sehr, sehr teuer. Wo der Cayenne rauskam, hat er so viele Elektronikprobleme gehabt, dass du fast immer zu einem Cayenne gehen konntest, auch wenn er abgeschlossen war, und die Scheibe hinten aufmachen konntest, weil dieser Kreislauf hat sich nämlich nicht abgeschlossen. Ja? Das ist aber jetzt geregelt. Noch was, ein Cayenne hat so viel Steuergerät, das ist unglaublich. Wenn man hier diese Innenverkleidung abnimmt, ist das hier alles voll mit Steuergeräten. Alles. Innenraum, Sitze, Klima, Navi, Motor, Triebe, zwar vorne, aber wirklich Steuergeräte ohne Ende. Gucken wir mal, ob das Ding wirklich schließt. Tut er. Gib mal ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr.
Hört sich okay an. Dieses leichte Geklacker ist oben im Nockenwellenraum. Im Nockenwellenspiel ein bisschen an den Tasten, an den Hyrostößen, ein bisschen am Klackern. Okay, ganz ruhig ausmachen. So, vom Leerlauf her hört sich wirklich ganz so gut an, aber so ein Ding muss man Probe fahren. Ja? Man muss da mal reinlatschen in den Koffer und gucken, wie 2,5 Tonnen in 5,7 Sekunden auf 100 stürmen. Ihr seid auf der Probefahrt mit einem Cayenne Turbo. Achtet auf das Getriebe. Wie schaltet er? Wie lange braucht er pro Schaltvorgang? Weil der Wandler muss halt das ganze Fahrzeuggewicht mitzehren. Plus wir haben noch einen Kollegen, der 450 PS macht, der dazwischen haut. Und diese Kombination ist einfach hart für so ein Getriebe. Deswegen macht den Test. Einmal vierte Gang Vollgas untertourig. Ziehen. Runterschalten. Wie schnell macht er diesen Gangwechsel? Weil das ist eine Maximalsituation für Getriebe und Motor. In diesem Fall ist der Gangwechsel wirklich akzeptabel und das 136.000 Kilometer. Und ich vermute mal stark, es ist noch der erste Wandler, was mir sagt, der Vorbesitzer war pflegsam mit seinem Cayenne. Wie ist der Innenraumzustand? Ich meine, 136.000 Kilometer für ein absolutes Premium-Auto sollte ja eigentlich nichts sein. Der sollte vom Zustand eigentlich sein wie neu. Ist er aber nicht, weil damals kam Softlack raus. Man hatte wenig Erfahrung mit Softlack, wie sich es verhält auf lange Sicht. Weil nämlich an so kleinen Stellen, wie hier zum Beispiel in den Griffen drin, löst dieser Lack von diesem Plastik ab und das sieht halt sehr, sehr unschön aus. Man müsste das alles neu kaufen, weil man kann sich wieder neu lackieren. Also hier und da hat er so ein paar kleine Verschleißspuren, Lenker hat es auch ein bisschen abgegriffen. Das ist halt alles nicht so schick. Ne? Jetzt die Masterfrage. Wie viel Porsche steckt im Porsche Cayenne? Okay, wir haben Zündschloss links, das ist schon mal ziemlich Porsche-like. Wir haben Stuttgart, Zuffenhausen-Logo auch auf dem Lenkrad, auch ziemlich Porsche-like. Fahrverhalten ist sportlich, aber nicht 911er-like. Das wirkliche 911er-Gefühl kann nur 911er liefern. Ein Cayenne ist ein süßer Versuch und im SUV-Bereich auch die Benchmark, aber 911er ist er trotzdem nicht. Vom Verschleiß her und vom Fahrwerk her oder von der Response, wie die Rennfahrer sagen würden, ist der Cayenne noch sehr, sehr gut. Er fühlt sich sehr zackig an, nichts ist ausgeschlagen. Man spürt, dass der Vorbesitzer bei Porsche gearbeitet hat. Also kleine Details wurden einfach wieder in Ordnung gebracht. Das Ding ist vom Zustand wirklich top. Ja, das kann man sagen, wenn der Grieche nicht da ist. Das sollten wir aber nicht sagen, wenn der Grieche mithört. Weil gleich um die Preisverhandlung und mit dem Stavros. Leute, wenn griechische Fahnen schon am Haus hängen, geht mit der Brechstange ran. Ist zwar nicht seiner, ja, aber die Kuh holen wir gleich vom Eis mit dem Griechen zusammen. Bei Preisverhandlungen geht mit denen gut. Dann wollen wir mal gucken, was hier geht, ne? Usa. Na, was geht? Turbo ist Turbo, oder? Turbo ist Turbo, hat turbomäßig Bums, läuft gut, Zustand gut, Fahrwerk gut, ein bisschen hart, aber geil. Stavi, was ist der Preis? Also, im reparierten Zustand mit der neuen Bereifung stellt der Kollege sich 21 vor. Hä? Pass auf, Stavi, du kriegst jetzt von mir 18.000 Euro. Er hat mir gesagt, bis 20 kann ich runtergehen. Servus! Ich stelle mir vor, 19. Das ist gar nicht mein Auto ist, ne? Ruf mal den jetzt mal an. Sag mal, was war dein letzter Preis? Na, also er stellt sich irgendwie 19 vor. Ja gut, ich guck mal. Der will nicht. 19 tut er sich schwer. 19.000 Euro, ey, das ist, für so einen Koffer ist das so viel Geld. Also pass auf, wir machen Folgendes. Du gibst den Ruck für 19.5 und ich übernehme die 500 Verantwortung. Haben wir 19.5, dann ist er irgendwo dazwischen von dem, was er haben wollte. Wenn ich den jetzt in einem Schuss in das Ding reinkriege, ne? Kriege ich den für 16. Abgemacht. Du bist die Geld. Was hat er am Telefon gesagt? Also 19.5 wäre eigentlich sein letzter Preis. Stopp. In repariert. Der hat ja gesagt 19! Nein! Gib mir 19.2 und dann kannst du das Ding haben. Räder sind aber heile. Neu. Die Felgen? Neu. Habe ich repariert. Die werden gerade beschichtet. Die sind gerade zur Pulverbeschichtung. Ja, komm. 22. Zoll. Nein, 19.2. 22 Zoll. Sind 22 Zoll Dinger. Wo ist mein Auto? Da ist er weg. Tschüss. Nachdem ich die Ansprüche von Kai gehört habe, was er ausgeben will, was das Auto erfüllen muss, sehe ich Kai volles Rohr in dem Porsche Cayenne. Es ist einfach so aus der Zeit das Maß der Dinge. So, Kai sucht was Dickes. Da gibt's nur eins.
Range Rover Sport. 8-Zylinder Diesel. Was haben wir denn hier? 2009er, 118 gelaufen. Ja, stolze 270 PS. Könnten auch mehr sein. In weiß. Kurzer Prozess. So wird's gehen. Ich fahre nach Köln. Ja, britisch SUV. Warte. Range Rover Sport. Ja. Geil. Meine alte Liebe. Ja. War ein tolles Auto. Ja. Wirklich tolles Auto. Wow, es war aber knapp. Da ist er. Range Rover Sport. Ein tolles Auto, ja? Hier in weiß. Sydney. Massi. Wie geht's? Massi. Wie in Italien sieht's nicht aus. Ja, bin ich auch nicht. Massi. Ja. Von Massimo? So ähnlich. Oder? Von? Massi einfach, mein Name. Massi. Massi. Ja, Massi war der Verkäufer. Mhm. Der Verkäufer war, er war kleiner als ich. Laber. Was halt, ey, also so. Okay, Reaktion war übertrieben. Also war wirklich. Warte. Laber. Das ist so besser. Range Rover Sport aus 2009. Jawohl. 3,6 Liter. Ja. 8 Zylinder Diesel. Ja. Was hat er gelaufen? 118. Ja. Service gepflegt. Alle Inspektionen gemacht? Nee, der hat Service gepflegt ist er. Der hat, letzte Inspektion hat er bei 65 oder 66. Nächste bei der freien Werkstatt. Das ist auch geil, ey. Service gepflegt. Merkt euch, Service gepflegt ist nicht Checkheft gepflegt. Ja. Service, das ist neu. Ja. Was ist denn der Weg? Computer. Service gepflegt. Ja. Hört sich doch gut an. Okay, das heißt, wir haben eine Differenz von ca. 70.000 der Kilometer. Nein, der Vorbesitzer. Die nicht gepflegt sind. Der Vorbesitzer hat die letzten zwei Inspektionen nicht bei Range Rover gemacht. Oh. Aber die Inspektionen sind gemacht. Woher weiß ich das denn? Belege, Rechnungen. Ach, die hast du aber. Der Vorbesitzer hat die bestimmt. Ich hab die nicht. Deswegen ja. Die sind ja geil. Was mit Unfälle? Unfallfrei, keine Nachlackierung. Das ist nämlich so eine Sache hier, ne? Das ist eine Aluhaube. Hier. Oh. Das ist schon vorher aufgemacht. Zwei Schlösser. Hier und hier. Ja, damit die Aluhaube auch nicht hochfliegt. Ja, weil die so leicht ist. Also diese, ich habe gerade gesagt, zwei Schlösser, ne? Da ja. Eins und da eins. Bei Alu meistens so. Bei den dicken Autos. Schön, guck mal, kein Öl, nichts. Sauber. Hast du sauber gemacht, ne? Nein, ich hab den nicht sauber gemacht. Ja, klar, sind sauber gemacht. Ich nicht, der Aufbereiter. Warum machst du das denn? Warum nicht? Das würde ich nicht machen. So als alte. Nein, der wird nur oberflächlich, nicht unten irgendwo. Nur oberflächlich wird das gemacht. Hier zum Beispiel, an den, wo überall Staub ist. Mach mal an die Kajüte. Also an sich ist der ziemlich unempfindlich. Der läuft, der hat eine ruhige Laufkultur. Also ich persönlich habe noch keine dummen Sachen gehört von dem Motor, ganz ehrlich. Ja, mach ganz ausmache! Bei so einem Geländewagen, wenn er oben ist, kann man natürlich super gut was sehen. Und zwar Luftfahrwerk, ne? Das ist der Luftbalk hier. Und damit kannst du hoch und runter fahren. So, haben wir hier eine Koppelstange. Ich gucke jetzt einfach nur, ob sie ein Spiel hat, ob. Weil der sieht super aus. Hier müssen wir natürlich mal gucken, so Bremsen, ne? Ist immer ein großes Thema. Hier ist eine Kante, siehst du doch, ne? Ja, die Kante sehe ich es. Da müssen wir neue Bremsen ranhauen. Was willst du noch an dem Wagen alles? Ja, das Ding muss doch laufen, der Kai will Spaß haben. Ja? Ja klar. Meint, guck mal, ja, bei dem Preis, der inseriert ist. Ja, wir können gerne zu Range Rover gehen. Ich kann dir die Adresse geben, wir können da zusammen hinfahren. Hast du einen Wagen, der 60 gelaufen ist, dann kannst du ja, aber locker mal 10.000 mehr bezahlen. Ich will doch bei dir dein Auto kaufen. Ja, ich weiß. Ja? Deswegen der Preis. Ja, der Preis ist heiß. Ja, der Preis ist ziemlich heiß. 22.450 Euro. 490. Ja, noch schlimmer. So. Ja, warte, ich muss gucken, die Lifter sind schon ziemlich, ne? Die haben ihre besten Tage schon hinter sich gebracht. Ehrlich? Ja, sicher. So. Schön, die Original-Fußmatten mit Land Rover.
Weißt du, was ich doof finde bei Range Rover Sport? Zeig ich dir jetzt. Jetzt müssen wir mal etwas nach unten gehen. Warte, wir haben das Softclose, ja? Ja. Und zwar, komm mal her. Schau dir das mal an, ja? Wenn du siehst, was du siehst, siehst du einen Ersatzreifen, ne? Wenn du den rausnimmst, ne? Dann ist eine so Plastikabdeckung am Abgasrohr und das sieht aus wie so ein Diffuser. Sieht total brutal aus, wenn du hinterher fährst. Ehrlich, billiges Tuning. Ja? Hier Abgasanlage mäßig. Ne? Müssen wir mal gucken, ob der ein bisschen Rost hat. Sieht gut aus. Aber der hat auch keinen Treffer gehabt hier, ne? Was meinst du, Treffer? Ja, was meine ich mit dem Treffer? Nein, ach, das meinst du jetzt wegen dem Schaden hier, dass er hinten was hatte? Oh, was ist denn hier passiert? Irgendwas Pfosten oder irgendwie, nicht Pfosten, aber irgendwie was, was da wohl ein bisschen so gegengekommen ist, ohne dass er... Soll denn Pfosten so ein schmales Ding in hier reinhauen? Kleine Stange. Woher irgendwas. Kommst du gebürtig? Ich komme aus Afghanistan. So, gibt es in Afghanistan so einen Pfosten? Es gibt größere Pfosten. So, also ich würde gerne mal einen Pfosten sehen, der genau so eine filigrane Macke macht. Kein Problem. Ja, guck mal, Smart Repair ist scheiße, weil da muss ja letztendlich... Guck mal, wo willst du denn hier? Da muss ja die ganze Hälfte hier beilackieren. Hier, ne, musst du hier heiß machen lassen, ein bisschen drücken, spachteln, lackieren, beilackieren. Ja, aber dann wo willst du denn hier abkleben? Also ich bin kein Lackierer, ich bin Autoverkäufer. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wie sagt man auf Afghanisch Pfeiler? Keine Ahnung, weiß, kann ich ja nicht übersetzen. Okay, ich kenne das Wort nicht, ehrlich. Was bist du für ein Afghane? Ich bin hier geboren. Ach so, okay. Ja. Und hier, so lang ist er gar nicht. Man denkt immer, es wäre so lang ist er nicht. Er sieht lang aus. Ja, genau. Von dem Maß ist er nicht, aber der sieht fett aus. Ne? Das kennst du, ne? Er sieht nur lang aus. Das ist ja fett. Lang ist er gar nicht. Ja, bitte, setz dich rein. Setz du dich rein. Fühlen sich wohl. Komm. Das war eigentlich dein Part, weißt du? Oh, der steht mir aber gut. Das Terrakotta kommt sehr gut zu ihrem Auto. Übrigens. Es gibt nicht verschiedene Stellungen von Luftfahrwerk. Jetzt sind wir nämlich in der niedrigsten Stufe. Das nennt man hier bei Range Rover die Zugangsstufe. Warum? Ja? Jetzt pass auf. Zugang. Hier zeige ich euch die Standardhöhe. Warte. Guck mal, Schlüssel. Vertraust du mir nicht, ne? Kein Problem. Kannst du auf Auto stellen und manuell, wenn du auf Auto stellst. Alter, was ist das denn? Was? Hast du hier Massagesitze im Wischer drin oder was? Keine Massagesitze. Der Motor ein bisschen undicht. Der Motor ist mal ziemlich am Rattern, ne? Ja. Ich möchte euch ja die Standardhöhe zeigen. Und zwar... Siehst du, was das für eine Riesen... Das ist für... Ne? Guck mal, wie hoch das ist. So. Jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt muss ich fahren. Kein Problem. Ich mag das Auto wirklich. Range Rover Sport, das ist so ein elegantes Auto. Man fühlt sich wie so ein britischer Lord. Gibt es auch einen australischen oder einen amerikanischen Lord? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich fühle mich wie so ein British Sir. Ohne Scheiß, der V8, ne, der hat schon ein bisschen Kraft, also der hat nicht nur ein bisschen Kraft, da sind zwar nur 272 PS, aber die gehen, sag so, sie sind völlig an der richtigen Stelle kräftig, wenn man jetzt natürlich vergleicht, ein Porsche Cayenne Turbo gegen Range Rover Sport V8 Diesel, sagt ja schon der Name Diesel, ist natürlich, das sind zwei komplett verschiedene Kategorien so gesehen. Es sind beide SUVs, aber der eine ist halt eben mehr so auf... Genau, und der andere ist auf... Ja, und das ist ja auch der Range Rover, der ist mehr zum Chillen. Mehr an die Sitzposition mit diesen Seitenlehnen. Genau, da sitzt du einfach wie ein Lord drinne, der über sein Gut fährt. Ja? Da willst du nicht rasen. Der Range Rover Sport, der basiert auf einem Discovery 3, ja? Das heißt diesen anderen Koffer von Land Rover, den geländegängigen quasi. Und das ist nämlich der Vorteil vom Range Rover Sport, der ist sowas von geländefähig, das ist nicht so ein SUV, so ein Pseudo-SUV wie die aller anderen, das ist ein richtiger SUV. Und wenn man das sogar streng genommen nimmt, ist es sogar der erste SUV. Ja, 1970 wurde er nämlich vorgestellt und da gab es hier noch nicht SUV, Sport Utility Vehicle. Da war es ein Geländewagen mit ein bisschen Luxusabfahrt. Hier haben wir 100%ige Geländefähigkeit. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Untersetzung. Ja?
Wir haben hier High-Low. High für Straße, Low für mehr Drehmoment, Geländegängigkeit. Da haben wir auch quasi unser kleines Rädchen. Ja? Da können wir das Fahrwerk, das Fahrverhalten, die Traktion dem Untergrund anpassen. Ja? Von Hause aus sind die Materialien gar nicht so schlecht. Ja? Auch wenn der ein oder andere Hebel außen fort kommt. Aber unser Exemplar wurde so ein bisschen fies behandelt, ja? Weil unsere Tasten am Radio, die sind ja mal, die haben das Zeitliche gesegnet hier. Also die sind im Arsch. Lederlenkrad, eine tolle Sache, aber das ist schon sehr speckig hier. Entweder war das immer ein sehr fettig essender Mensch und hat immer seine fettigen Hände hier immer so widerlich. Hier auch, mein Türhandlebar hier, das ist am Arsch. Der wurde nicht pfleglich behandelt. Ja. Ja, Massi möchte für den Range Rover, der etwas in die Jahre gekommen ist, beziehungsweise der eigentlich sehr frisch ist, 2009, aber sehr verlebt ist, möchte er massige 22.450 Euro. Das ist definitiv zu viel. Ich meine, im Umfeld von den ganzen angebotenen Range Rover Sport ist er eigentlich mit der jüngste, mit 2009er Baujahr. Laufleistung ist auch okay. Aber mit 10.000 Kilometer mehr und 2 Jahre älter, was eigentlich wurscht ist, weil er ist baugleich, 1:1, kostet so ein Ding auch nur mal eben 18 oder auch nur 17 und. Und vielleicht der Innenraum ist vielleicht auch noch schöner. Also von daher haue ich den Massi einen Preis von, ist eigentlich unverschämt, ne? Aber weiß er hat sich anders verdient, von 17.000 Euro gegen Kopf. Da werden wir nicht enden, aber ich denke mal, wir werden bei 18,5 enden. Alles klar? Ja. Ich sag mal so, es war wie ein Lord. Du wolltest haben 20.000, nee, 22 wolltest du sogar haben, ne? 22,90. Utopischer Preis. Hauen wir jetzt einen raus, jetzt komme ich nicht mit 22. Der Preis bleibt, neue Bremsscheiben, neue Heckwisch vom Motor und die Felgen werden lackiert. 17.000 Euro? Kommen wir nicht klar. Guck mal, wenn du mal... Geht nicht. Massi. Du bist doch aus Afghanistan, ne? Ja. Mensch, ich aus Afrika, aus Südafrika. Ursprünglich? Ja. Wir müssen zusammenhalten, verstehst du? Ich bin aber nicht aus Afrika. Warum nicht? Ich komme aus Asien. Ey. Glatt 22. Sag mal, willst du mich verarschen? 18.500 Euro. Finde ich auch angemessen. Und du machst nichts. Das ist eine stolze Brustbehaarung hier, ne? Bei mir sieht man's ja nicht, ne? Bei mir, ich habe nichts. Alles blank. Ich habe keinen Spielraum über 4.000 Euro an Preis. Das ist auch so eine Scheißlaberei, ne? Du liegst bei 18,5, ich lieg bei 22. Komm, wir hier, Rheinland. Ach, bin ich auch nicht. Ruhrpott, Rheinland. 21,5. Ich gehe mal kurz in die Sonne, ja, damit ich ein bisschen gute Laune kriege. Wir hier, Halbdeutsche, komm, das ist super. Wir als Halbdeutsche müssen zusammenhalten. Haben wir was gefunden? 20,5 und du machst nichts. 21,5. Sag den letzten Preis. 21,5. 21. 21? 21. So wie der hier steht. Ja. Komm. Trotzdem habe ich den scheiß Schnitt gemacht jetzt, ne? Was? Ich habe einen scheiß Schnitt gemacht jetzt. Warum? Was für ein Schnitt? Ja, komm, ich sag weiter so. Und wenn er sich entscheidet dafür, dann sag ich dir Bescheid. Alles klar. War mir eine Freude. Mir auch. Der Kai. Im Range Rover Sport. Ist wie gemacht. Das war schon zu edel. Ja, eigentlich schon zu edel. Weil Kakao-Modus, das ist ja sehr majestätisch. Ja. Ja? Charles fährt so einen hier. Prince Charles. Ja? Beckham. Hm? Auch? Ja, sicher. Und der Guy dann vielleicht. Und Guy mit seinem Schal. Ah. Wie war's? Weiß war's. Weiß was? Ja, rein wie meine Seele. War nicht schlecht. Der war gut, der Rangy. Ja? Ja, nicht. Sauber? Der war kaufwürdig. Okay. Ja. So, was können wir noch gut gebrauchen? Ich meine, klar, es wird jetzt noch ein X5 und ML, aber ich denke, das ist alles zu gewöhnlich. Ähnlich, ne? Ja, und auch zu gewöhnlich. Was haben wir noch hier? Q7? Nee. Ja, Jeep ist gut. Jeep ist gut. SAT8. Im Bottrop ist hier einer. Macht einen anständigen Eindruck. Hat den Auspuff umgebaut, ne? Ja. Ach, guck mal, dann haben wir einen Benziner, einen Diesel. Und LPG. Mhm. So geil.
Okay, auf geht's. Ja, die erschwerte Anreise mit einem Tuning-Fahrzeug ist oftmals komplizierter, als es aussieht. Ja? Ja, jetzt mal ein gescheites Auto, weißt du? Würdest du da so rüber zischen? Ja, wie auf so ein Luftkissen. Ja, Cherokee. Grand Cherokee. Cherokee. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sydney. Hi, Ralf. Hi. Hi, Ralf. Schon gehört dir dieses Kfz? Ja. Ja. Dann sind wir hier zum Gucken. Schön, dann gucken wir. So, Ralf. Ja. Erzähl mal was über dein Fahrzeug. Der Amerikaner ist ein gebürtiger Holländer und kam dann nach Deutschland und jetzt ist er ein Deutscher. Also er wäre zugelassen in Holland? Ja. Ja. Wären sie am Ende des Tages nicht alle deutsch? Richtig. Auch die Holländer? Ja. Okay, pass auf. Ihr guckt den Kofferraum an, ich gucke den Motor an. Okay. Wir haben keine Zeit, los geht's. Aber auf dem Weg zum Kofferraum, ne? Da haben wir nämlich einen Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Das Ding wiegt 2 Tonnen, ne? 2,2, glaube ich. Och, 2,2. Die Bremse, guck mal, wie klein die ist. Ziemlich klein, ne? Und das muss man auch dementsprechend daran behandeln. Wann wurde das letzte Mal gewechselt? Herzlich rein. Das ist eine gute Frage. Das Auto ist nicht lange genug in meinem Besitz, um dir diese Frage zu beantworten. Wie lange hast du denn? Ungefähr 6 Monate. Warum denn nur so kurz? Weil meine Frau ihn nicht mag. Also eine Frau. Eine Frau mag grundsätzlich schwarze Autos in der Regel. Also das ist immer die Farbe, die immer geht bei einer Frau. Was mag sie nicht? Da fehlen 2 Sitze. Wir brauchen einen 7-Sitzer und er ist ja ein bisschen zu hart. Okay, eine 7-Sitzer, das sind 5. Genau. Warum denn 7 Sitze? Wie viele Kinder hast du? Kinder haben wir nur 1, aber wir haben eine relativ große Familie hier. 6 und da fehlt halt einer. Also ein Sitz. Warte mal, ihr habt ein Kind und ihr habt 6 Leute in der Familie? Wie geht dann? Genau. Habe ich was verpasst? Also Vater, Mutter, Kind. Kind, genau. 3. Oma, Opa und Uropa. Ach, leck mich. Ja. Echt? Genau, große Familie. Irgendeine Aufgabe müssen die Scharniere ja haben hier, diese demonstrativ. Krassen Scharniere. Ja? Diese Aufgabe haben sie. Damit man es besser beladen und entladen kann. Oder man schnell was reinschmeißen kann. Genau, klappt gut. Ist natürlich doof, wenn hier nämlich die ab. Was ist das denn? Guck dir das mal an, ey. Komm in die ran. Ist natürlich doof, wenn hier quasi die Ablage drauf ist. Ja? Da wieder reinschmeißen, ist ziemlich kompliziert. Wäre scheiße. Ja, scheiße, wenn man so klein ist wie du. Was hat das denn mit der Größe zu tun? Länge, also. Das ist doch hier total Fehlkonstruktion. Hier. Ja, so, und ich bin 2 Meter gefühlte. Naja, egal, guck mal, hier Rost. Ne? Das ist ja die Sache. Man fragt sich, wie kriege ich so ein Monster? Es ist ja ein Monster, ja? 426 PS, 6,1 Liter. Top-Ausstattung eigentlich. Also sagen wir so, die Merkmale der Ausstattung sind schon sehr hoch. Wie kriegt man das für 63.000 Euro Neuwert? Ne? Mhm. Ja, da haben wir sowas. So ein Dämpfer, 2007 ist er alt, da rostet er schon. Auspuffanlage. Serie ist die Auspuffanlage nicht. Eingetragen? Ja, sicher. Ja, da müssen wir aufpassen. Ja, wenn du so einen Kollegen wie Ralf hier hast, ja, der erzählt dir mal ganz stolz, was er da alles hat. Eingetragen? Ja, sicher. Bottrop ist ein heißes Pflaster, was das angeht, ne? Oh Mann, ey. Aber mal ganz ehrlich, da wurden einfach nur die Endspitzen angeschwubbelt. Hast du schon mal, da ist keine Anlage drunter. Hier ist der Gastank. Siehst du? Aber sonst hat er auch keinen Unfall gehabt, das sieht man hier. Wunderbar. Alles schön. Na. Oh. Oh. Gegengewicht. Der Gegenpendler, kennt er den? Ja.
erstmal geile Optik, noch ein echter Motor. Man sieht, was man kauft, ja. An sich stehen wir vor einem getunten Motor. Hemi baut ihn um von 5,7 Liter auf 6,1 Liter Hubraum. Wie machen sie das? Über die Kurbelwelle. Und zwar die Kurbelwelle dreht sich unten im Kurbeltrieb und umso weiter die Kurbelwelle runtergeht, umso mehr Hubraum entsteht in dem Brennraum. Und so können sie halt gut 0,4 Liter steigern. Der Ami hat es eh nicht so mit der Technologie. Ja, bei einem deutschen Autohersteller würde sich die Nockenwellenverstellung ändern. Die Nockenwellen würden sich ändern. All diese einzelnen kleinen technischen Highlights, die dieser Motor nicht hat. Dieser Motor ist einfach nur viel hilft viel. Ja? Muss eine neue Generation rauskommen, dann sagt der Ami, 6,1 Liter war letztes Jahr, 6,4 Liter machen wir dieses Jahr. Da gibt es keine großen Entwicklungen. Eine elektronische Drosselklappe, die haben sie genommen. Aber die ist sogar von VDO. Es gibt nämlich keine wirklich amerikanische Drosselklappe, die elektronisch funktioniert. Und die auch wirklich funktioniert. Verbrauchstechnisch, hier fließt der Sprit durch in rohen Mengen. Ja? Eine wirkliche Dosierung über die kleinen, süßen 8 Einspritzdüsen? Nicht so wirklich. Doch, um den Verbrauch so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, hat der Kollege eine Gasanlage drin. Die wurde auch eingebaut von Pols Autotechnik. Het Adres voor de Autogasinstallaties. Klingt komisch, ist aber so, das war holländisch. Boah, stolz, aber können wir erwähnen, dass schon mal an ist. Vorne mal ein bisschen reinhören. Also wirklich, klackern tut hier nichts, wie ich ja schon meinte. Wenn ihr sowas kaufen wollt, ihr könnt das wirklich ganz beruhigt nehmen, weil da geht nicht viel kaputt. Die Dinger laufen und laufen und laufen. Und selbst bei 200.000 Kilometern mache ich mir wenig Sorgen. Können wir eine Profahrt machen? Klar. Ja? Jean-Pierre? Wir werden jetzt eine Profahrt machen. Anzeige US metrisch M. Ja, metrisches System, ne? Metrisch wäre immer von Vorteil. Ja. Der Innenraum ist bei den Autos dürftig, ja. Sparsam. Hier Plastik. Haben wir so ein bisschen Leder-Imitat. Obwohl das echtes Leder ist. Das ist echtes Leder. Hier oben ist echtes Leder. Das ist für die Leute, die reingucken, weißt du? Mhm. Türtafel auch, dass man reinguckt. Und wenn man seinem Nachbarn den Grand Cherokee zeigt, dass er dann sagt, ach, guck mal, auch mit Leder auch schon. Und sagst du, ja. Wie ist dein Sitz? Ist der schon durchgelutscht? Nö, der ist gut. Der ist echt ganz gut. Ja, die Seitenwange hat halt ein bisschen gelitten, aber bei mir ist ja auch okay. Weil die Qualität ist halt leider etwas... Die verzeiht nicht alle Gewichte an Körpermasse. Nein, und gerade der Ami sollte es können. Eigentlich schon. Ja? Das ist ja ein Paradoxum. Jetzt ohne Spaß, ist schon geil. Die Amis sind in der Lage, alte Technik wirklich so frisch wirken zu lassen. Guck dir mal, wie der Motor hier anpackt. Guck mal. Ja. Ja, mach das mal nach. 426 PS in so einem Jeep Cherokee im Vergleich zu 450 PS im Porsche Cayenne Turbo sind zwei verschiedene Welten. Einmal die Welt des Ladedrucks und einmal die Welt des Hubraums. Und ich würde sagen, Ladedruck gewinnt. Immer mehr Drehmoment, immer mehr Power. Und der aber der Jeep fühlt sich gar nicht so langsam an. Nein, auf jeden Fall. Der ist geiler übersetzt. Der ist... Im Juice ist der. Du gibst Gas und der will auch direkt losspringen. Also nicht so schlecht. Das Auto fährt sich unglaublich gut. Ja, man merkt es auch. Also das war ohne Scheiß. Auch lenkspieltechnisch, ne? Also irgendwie macht mir das alles so einen fitten Eindruck. Er wirkt sehr, sehr neu, sehr, sehr frisch. Aber ich finde auch so von dem Gefühl, was der Wagen dir so gibt, während du durch die Gegend cruist, fühlt er sich sehr, sehr gediegen an. Die Motorleistung ist zwar wirklich sehr dominant, aber es ist gar nicht zu präsent. Die ganze Pedalerie verstellen hier. Du kannst die Pedale nach vorne und hinten fahren. Elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Memory-Sitze. Der hat auf jeden Fall einmal das große Kreuz, ne? Aber ich glaube, der SET8, glaube ich, war immer voll. Ja. Nur Xenon ging es ja, es kam erst ein Facelift. Cayenne Turbo ist ja wirklich so das Maß der Dinge in diesem ganzen SUV-Bereich. Ich finde sogar, dass er im Vergleich zum Porsche Cayenne gleichwertig agil ist, von der Lenkung her. Er setzt das ganz gut um. Das Einzige ist, dass er um die Hochachse, also um die Stabis her, etwas mehr wankt.
Aber andere Stabis rein, dann würde das auf jeden Fall auch so ein bisschen beiseite kriegen, weil ich glaube, die Amis würden, glaube ich, ein bisschen negativ reagieren, wenn er zu zackig wäre. Ja. Die sagen, hä? Das ist schon zackig hier, glaube ich. Ich glaube, vom Fahrwerk her ist das den Amis schon viel zu sportlich. Bei der Entscheidung, da macht Kai eine ganz komische Geschichte mit uns beiden hier. Ja, also erstmal, Kai muss erstmal entscheiden. Und dann seine Entscheidung ist... Genau, die Entscheidung ist unter aller Sau. Es ist was anderes. Also wirklich, wirklich? Ja. Ja. Dranbleiben. Oh. Hält sich so aus einem amerikanischen Schiff hier. Ralf? Zählt. Was machen die Aktien hier so? 19.900. Ist das jetzt wirklich das dein Deal für uns? Ich gebe dir nochmal die Chance, bevor wir nachtreten. Na gut, machen wir 19.000 glatt. Guck mal hier. Ja. Du hast zwei Idioten, die wollen dir Geld geben für deinen großen Traum mit 7 Sitzen. Die, ja. Ja, Mann, zack, ja. Jetzt verjagst du doch nicht. 18.5, jetzt ist aber gut. Wir gehen noch weiter auf deinen Hof, du merkst, ne? Wir gehen noch weiter hin. Wir beobachten das Ganze mal. Ralf? Verkäuferlein wehrt sich. Käuferlein. Wir unter Brillenträger müssen doch jetzt hier auch zusammenhalten. Hier. Du hast eine sehr schöne Frisur. Ja. Du auch. Das Zwischenmenschliche wird ausgetauscht. Man versucht, Sympathiepunkte zu sammeln. Du bist aufgestanden und hast auf einmal voll einen gegen den Kopf gekriegt und hast gesagt, SRT. Ja. So. 17.000. 18.5. Man merkt die letzten Züge des Verkäufers. Es werden ja Argumente gezogen. Gasanlage. Deine Gasanlage ist ja ein tolles Argument, deswegen sind wir ja hier. Das sind die richtigen... Körpersprache ist auch betonungswürdig. Man baut auf, man zeigt, was man hat. 17,5. Ich habe Familie, du weißt. Oh, jetzt kommt mir die. Du machst mich arm. 17,9. 17,9. 17,9. 17,9. Ja, geht doch. Für mich 400 zu viel, aber okay. Jetzt muss ich mal ein Kompliment an uns aussprechen. Wir haben dem Kai, er hat nicht wirklich viel Vorgaben gegeben, aber er hat das ganze Segment. Ganzes Spektrum. Deutsch, Englisch, Amerikanisch. Benzin. Diesel. Gas. Alle Konzepte, die es gibt. Also wenn Kai da nichts von nimmt, dann fresse ich einen Besen quer. Und alle drei sind sowas von für auf den Kakaon. Die sind quasi im Begriff auf den Kakaon-Modus. Sound. Optik, Felgen, alles dabei. Also, bin gespannt. Ja, das steht hier aber doch. Hey, danke, ja. Sieht auch cool aus. Danke, danke. Ja, wie immer, ne? Brilliant. Porsche Cayenne Turbo. Mhm. Ja, jetzt gehen wir auch direkt etwas majestätisch voran. Ja? Range Rover Sport. Und ein Grand Cherokee SRT8. Mit V8-Motor. Das ist gut. Also, ist eine schöne Auswahl, ja? Und alle haben es drauf, auf die Kurse zu machen. Jetzt liegt's an dir. Ich würde mich ja für ein Auto entscheiden. Würden? Ich würde mich entscheiden. Ich habe Stress mit meiner Freundin. Ernsthaft? Ja, mein voller Ernst. Es liegt ja nicht nur an mir. Du weißt doch, wie das in der Beziehung ist. Wir geben uns die Mühe, wir gucken uns drei Autos an. Da kannst du dich jetzt nicht so hängen lassen. Wir sind doch Typen, wir sind doch Männer, wir sind zusammen. Ja, natürlich. Ich will euch auch nicht hängen lassen. Ja, dann jetzt sag was. Porsche Range Rover Cherokee SRT8 V8-Motor. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde den Range Rover nehmen, ganz klar. Spitzenwagen. Boom. Okay, zack, aus. Sollen wir anrufen? Oder holen wir den? Nein, Jungs, das kann ich nicht machen. Kai lässt sich von seiner Freundin belatschen. Sag mal. Ehrlich? In welcher Welt sind wir eigentlich? In welcher Welt sind wir? Dass die Freundin ihnen am Abend sagt, pass mal auf Kai, ja, auf die Hose ist nicht, wir kaufen einen Pimpersbomber. Sollen wir dich zum Busbahnhof bringen oder Taxi rufen? Ein Taxi wäre cool. Taxi wäre cool. Also viel weiter als hier gehe ich nicht. Ganz genau, ich auch nicht. Übrigens, Taxi steht da. Ne? Jungs, Kai? Dankeschön. Grüß die Frau, ne? Die Freundin, bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß, tschüss. Hat uns alles versaut, die Frau. Jetzt habe ich Cola wie einen Berserker, Alter. Du, ich würde auch echt gerne mit dir essen gehen, ne? Aber diesmal geht das nicht. Freundin hat gekocht und die reagiert ganz giftig darauf. Ehrlich? Ja, du musst auch mal Zugeständnisse machen, weißt du? Die kocht lecker, voll lecker. Okay. Kannst du auch mitkommen essen. Ist lecker. Komm, zisch ab. Komm, ist lecker. Zisch ab. Die macht so lecker essen. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, but a bitch ain't one.
Kann ich euch auch nicht hängen lassen. Ja, dann sag was. Die PS-Profis. Mehr Power aus dem Pott wird präsentiert von Hankook-Reifen. Offizieller Partner der DTM. Kann ich euch auch nicht hängen lassen. Ja, dann sag was. Die PS-Profis. Mehr Power aus dem Pott wird präsentiert von Hankook-Reifen. Offizieller Partner der DTM. Kann ich euch nicht hängen lassen. Ja, dann sag was. Die PS-Profis. Mehr Power aus dem Pott wird präsentiert von Hankook-Reifen. Offizieller Partner der DTM.